Hallo zusammen, liebe Cuxhaven-Fans. Heute in diesem Video geht es um den Sonnenaufgang. Ja, Sonnenaufgang, Kugelbake. Das ist natürlich das Wahrzeichen von Cuxhaven, die Kugelbake. Und man kann einen richtig geilen Sonnenaufgang mit der Kugelbake aufnehmen. Wie das Ganze aussieht, das werde ich dir gleich zeigen in einem Video. Da habe ich früh morgens im Sommer den Sonnenaufgang aufgenommen, wie die Sonne schön hochgeht hinter der Kugelbake, hinter dem Wahrzeichen von Cuxhaven. Und ich muss sagen, diese Stimmung live zu erleben am frühen Morgen, wenn keine Menschenseele da ist. Man hört nur die Natur, die Vögel, das Meer rauschen, alles. Es ist einfach nur unbeschreiblich hammergeil. Wer es noch nicht erlebt hat, kann es gerne mal ausprobieren. Es ist echt einfach nur zu empfehlen. Und ja, wer die Kugelbake noch nicht gesehen hat, aber schon mal von der gehört hat, hier ist nun das wunderschöne Sonnenaufgangsvideo von der Kugelbake am frühen Morgen. Viel Spaß! Ja, ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen mit dem Sonnenaufgang an der Kugelbake von Cuxhaven. Jetzt wisst ihr natürlich, wie so ein Sonnenaufgang hier aussieht. Viele verwechseln natürlich den Sonnenaufgang mit dem Sonnenuntergang. Also nur nochmal, um klarzustellen, Kugelbake, Wasser, Sonnenaufgang, andere Seite im Watt Richtung Neuwerk, Sonnenuntergang. So, ist eigentlich gar nicht so schwer zu merken, aber nur das mit einmal klarzustellen, weil viele haben das hier schon oft verwechselt. Oh, das ist aber eine schöne Sonnenuntergangsaufnahme. Nein, das ist eine Sonnenaufgangsaufnahme. Und ja, so eine Stimmung, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ist einfach nur unbeschreiblich wunderschön. Dieses Meerrauschen, alles, was du da erlebst. Und falls du die schon mal gesehen hast live, lass es mich gerne mal wissen hier unten in den Kommentaren. Ich würde mich riesig darüber freuen. Ich werde auch natürlich antworten darauf. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Marcel, Cuxhaven fotografiert. Bis zum nächsten Cuxsamstag. Tschüssikowski.